Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge von Project Unstable 6. Ich sitze gerade ein bisschen doof, warte mal, ich mach mal was mit. Es quietscht ja alles. So, mal ein Stück näher ranrutschen, dass ich ein bisschen gerade sitze. So, hi, ich habe mir was überlegt. Ja, das letzte Mal so viel rummantiert, dass ich mir jetzt gesagt habe, nee, wir machen das vollkommen anders. Ich baue es nach hinten. Das ist jetzt erstmal der Plan, dass ich es nach hier hinten baue. Es ist kein sehr guter Plan, den ich jetzt erstmal entwickelt habe, weil ich mir erstmal Folgendes überlegt hatte. Und zwar, wie viele Flüssigkeiten-Dinger brauche ich? Und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, was ich im Endeffekt benötige. Der Vorteil ist, es ist relativ unabhängig, weil es ja einfach nur auf unser Flüssigkeiten-Netzwerk dann am Ende zugreift und wir einfach nur hier raus im Endeffekt die Flüssigkeiten pumpen. Ja, deswegen war jetzt die Idee, ich baue es vielleicht nach hier. Dann könnten wir die Flüssigkeitsdingens vielleicht hier auf die Seite bauen oder hier irgendwo an die Seite, was weiß ich nicht. Und dann ist das ganz schick. Hier bin ich mir nämlich unsicher, wie ich das irgendwo hin verschieben will, ohne dass ich jetzt das Zeug mindestens auf dem Reinforced geupgradet habe. Das heißt, hier unten im Magma Crucible wäre vielleicht, gar nicht so doof, den auch mal auf dem Reinforced zu upgraden. Einfach nur, damit ich die Auto-Input-Funktion habe. Damit er vielleicht hier oben aus dem Fluid Transposer die Flüssigkeit nehmen kann. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass es funktionieren wird. Warum der Fluid Transposer funktioniert nicht mehr selber? Also Auto-Input brauche ich gar nicht. Ich brauche Auto-Output. Stimmt, Auto-Input funktioniert nicht. So rum war es. Das bedeutet, ich bräuchte hier unten einen Auto-Output. Das heißt, ich bräuchte Signalum. Als Upgrade, was nicht so schwer ist, aber trotzdem nervig ist. Also, ich glaube, das werde ich mal upgraden und bis dahin lasse ich das jetzt erstmal hier einfach so stehen, wie es ist. Knall die beiden Dinger zusammen und sorge dafür, dass wir hier den Output haben und hier den Input, damit wir einfach nur diese Rezepte noch weiter benutzen können für die Chips. Weil es ist echt so doof. So, und wir automatisieren das erstmal hier hinten. Ich hatte überlegt, ob ich es woanders hinbauen möchte, könnte, sollte, wollen, würde, tun, lassen. Antwort ist ja und nein. Solange wir noch nicht stärkere Conduits haben, sehe ich keinen Sinn dahinter, das jetzt woanders hinzubauen. Das heißt, wir werden es erstmal hier haben. Wir werden hier unten im Endeffekt die Interface dran haben. Wir packen hier nochmal Interface dazwischen. Okay, irgendwas war da gerade komisch. Wir packen hier, wie gesagt, nochmal Interface dahinter, dass praktisch wir hier outputten können und die Interface selber hier in den Wooden Storage Crate packen. Das ist jedenfalls erstmal der ganze Plan so ein bisschen. Genau. Hierfür brauchen wir 4 Channel schon mal alleine und die Idee war jetzt noch zusätzlich, dass wir, hier hinten ging es hoch erstmal, dass wir den orangenen Channel verschieben. Dass wir den orangenen Channel einmal durchziehen nach hier hinten und dann hier runter gehen. Weil im Moment, wir haben noch 3 Channel. Und das ist doof, weil wir brauchen hier hinten mindestens 4. Erstmal laut aktueller Planung. Das heißt, das wird nicht unbedingt was. Und ich habe das hier schon optimiert gemacht, dass ich nur Interface habe, die ich wirklich brauche. Also, ja. Einzige, was wir halt wirklich machen könnten noch, das werde ich wahrscheinlich auch machen, ist den Input-Bus hier umschieben und die Chest mal verschieben. Woanders hin. Hä? Ist mein... Oh nein. Mein Inventar ist asynchron. Okay, bis gleich. So, da ist er wieder. Ich habe mein Spiel neu gestartet. Nicht neu gestartet. Ich habe mich nur eingeloggt. Jetzt wieder alles synchron. Okay. Was wollte ich jetzt gerade machen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Achso, genau. Ich wollte hier hinten das Ding wegbauen. Zack. Damit wir das einmal verschieben woanders hin, wo wir noch einen Channel mehr frei haben. Ich wollte schon sagen, warum sind es immer noch 5? So, ich knall es einfach mal. Haben wir hier einen Channel frei? Ja. Das ist eigentlich sau doof, was ich hier mache. Egal. So, zack. Zack. Und zack. So, okay.
Gut. Ja. Weiter im Programm. Wir wollten hier anschließen. Also, ich brauchte noch Interface. Hatte ich noch irgendwo Interface? Eins brauche ich mindestens erstmal noch zwischenzeitlich. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ist das für eins? Was? Das war Platten. Wunderbar. Dann machen wir das nämlich erstmal hier hin. Zack, zack. Und dann haben wir hier einen Insert. Und zwar grün. Und hier haben wir einen Extract auf braun. Ups, so. Und hier haben wir einen Extract auf rot. So, das heißt, die eine Seite ist rot, die andere Seite ist braun. Insert rot. Insert braun. Und always active. Wunderbar. So, und das geht dann alles in das Interface rein. Und dann brauche ich jetzt nur hier unten Interface anschließen. Zack. Cable. Theoretisch hier kommt ja auch nochmal ein Interface dann hin. So. Und dann können wir schon die ganzen Sachen dann reinlegen. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Habe ich alles soweit? Ich glaube ja, ne? Ich brauche jetzt nur noch zusammenschließen. Dann machen wir das einfach mal hier unten rum. Zwischenzeitlich. So. Und es braucht natürlich noch Strom. Den machen wir mal so. Okay. Und jetzt sollte ich in der Lage sein. Also. Huch. Natürlich müssen wir erstmal gucken, dass wir hier alles reinlegen. So, ich mache folgendes. Ich packe mal die eine, packe ich mal hier unten in das andere Interface. Das hat einen ganz simplen Grund. Und zwar, damit ich es dann im Interface-Terminal erkenne, welches Interface das ist. Dass ich praktisch nicht mal hier hinlatschen muss, um das reinzupacken. So, und hier kommen die ganzen Gears rein. Wunderbar. Okay. Und jetzt sollte ich in der Lage sein, Gears zu craften und Plates zu craften. Wunderbar. Okay. Das bedeutet, ich sollte jetzt in der Lage sein, mal das Reinforced-Ding beizubringen. Also, fast. Okay, wir können keine Elektronplatten machen. Kann ich wirklich keine Elektronplatten machen? Nee. Gut, dann haben wir schon mal das Erste, was wir noch neu überbringen können. Zack. Packen wir das mal rein. Zack. Gucken wir mal, wie schnell es geht. Bam. Als wäre es gepresst worden und jetzt läuft es. Aber wie gesagt, wir sparen uns eine Sache und das ist praktisch diese Conveyor Belt. Die sparen wir uns, die haben wir nicht mehr. Das ist relativ gut. So, und dann machen wir mal die Platte. Code. Das sollte alles funktionieren, aber man kann ja trotzdem mal probieren. Wenn ich jetzt hier sage, ich möchte gerne Elektronplatten haben. Es macht keine Geräusche mehr, es ist schön still, wir haben keine Probleme mehr und es arbeitet. Und wir können immer noch hier theoretisch Augmente reinpacken. Gears machen wir nicht ganz so häufig, deswegen lasse ich das erstmal so. Aber hier könnten wir theoretisch so ein Acceleration Augment reinmachen. Ich habe da ja noch eins. Flum. Das Ding verbraucht jetzt 60 RF pro Tick, das geht immer noch. Und es ist erstmal schneller. Ah, wunderbar. Und es ist immer noch nicht beim maximalen Speed, weil es erstmal sich aufladen muss. So. Okay. Wir müssen auch noch oben unbedingt ein harten Kabel danach hier hinten legen, weil jetzt verbrauchen wir wirklich langsam ein bisschen mehr Strom. So, wie gesagt, das muss ich doch noch schön machen, aber erstmal wollte ich jetzt, dass wir hier die Automatisierung haben. Damit ich nämlich noch mehr Compactor hinstellen kann. Hier nochmal ein, zwei Stück draufgestellt. Also, beziehungsweise hier unten noch den Compactor. Den kann ich eigentlich mal holen und mal mit zu den Platten dann stellen. Weil, wie gesagt, wir haben das jetzt so schon, dass wir theoretisch eine schöne Automatisierung machen können. Wir können hier sagen, dass wir hier beispielsweise für den Extract von Platten Round Robin haben wollen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Damit er, wenn wir mehrere Compactor haben, dass er die alle gleichmäßig befüllt, geht dann einfach schneller. Brauchen natürlich mehrere Hardened Compactor dann, aber ist ja erstmal Nebensache. So, und damit ist es hier hinten wieder ein Stückchen enger geworden. Okay, aber wir können nochmal gucken, dass wir vielleicht das hier nochmal ein bisschen schöner hinbekommen, als wir es jetzt gerade haben. So, ich baue jetzt aber erstmal hier ein bisschen nochmal Boden rein. So, damit ich erstmal laufen kann. Okay.
Gut. Fluid Transposer Setup. Ist mir nämlich was aufgefallen. Und zwar bräuchten wir eigentlich mindestens Signalum. Warum? Wir müssen das Zeug ja hier irgendwie rauskriegen. Und wieder zurück ins ME-System. Das heißt, wir bräuchten drei Seiten von Fluid Transposer, die wir anschließen. Ich habe die ganze Zeit mit zwei gerechnet, weil ich immer davon ausgehe, dass die Sachen ja automatisch wieder das Zeug irgendwie ausgeben oder was weiß ich nicht. Leider ist das ja nicht der Fall, weswegen wir uns unbedingt hinsetzen müssen und uns an die Signalum-Sachen setzen. Das bedeutet, ich möchte gerne, dass wir das ganze Zeug bekommen. Wer hätte es gedacht? So, dafür wollte ich mal gucken. Erothium kann ich schon craften. Dann mache ich mal. Können auch erstmal den Magma Crucible eigentlich anschließen. Könnten. Ja, das können wir machen. Wir könnten das Ding anschließen. Und könnten einen Import-Bus machen. Einen Import-Bus. Zack. Ach, kann ich wieder nicht, weil ich nichts habe. Okay, Moment. Ich bring's ihm bei, dann kann ich es besser craften. Weil wenn wir nämlich... Huch. Was fehlt? Pisten. Jetzt muss ich ihm erstmal beibringen, wie er einen Sticky-Pisten macht, ne? So, ein Code und dann brauche ich Pattern. Verdammt. Ich habe kein Pew zu... Oh, nein. Okay. Gut. Wird Zeit, dass wir... Wir müssen so viel automatisieren. Es wird echt... Es ist echt nicht mehr schön. Okay. So, das hier mal hin. Gut. Zack. Okay, weil die Idee war jetzt, dass wir praktisch den Magma Crucible so bauen, dass er automatisch schon mal einen Import-Bus hat. Dann können wir praktisch dort einfach das Zeug reinknallen, es ist egal, es wird dann alles erstmal importiert. Dafür wäre es gar nicht so doof, wenn wir hier nochmal einen Channel mehr... wir haben noch einen Channel. Ach stimmt, weil ich nicht alle Interface angeschlossen habe. Stimmt. Ja. Das heißt, wir könnten das Ding erstmal... anschließen. Okay. Aber erstmal zum eigentlichen, ich wollte oben nochmal Harden platzieren. Und wir müssen erstmal das ME-System nochmal ein bisschen umbasteln. Was wir im Moment hier haben, das muss weg. Das will ich unbedingt umschließen, dass es auf dem blauen Kabel endlich mal ist. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Erstmal, was können wir wegnehmen? Das kann weg. Das kann auch beides erstmal weg. Wie gesagt, ich bin mir noch unsicher, weil ich wollte vielleicht die Fluid Transposer hier auf die Seite bauen. Dass wir hier dass wir hier die Fluid Transposer hinbauen auf diese Wand im Endeffekt. Unten, oben. Fertig. Ich weiß noch nicht, ob wir das so hinkriegen werden. Das ist im Endeffekt das einzige Problem. Aber mal gucken, weil wie ihr ja schon mitgekriegt habt, wir brauchen viel Platz für den Fluid Transposer. Weil wir drei Seiten brauchen. Wenn wir nur zwei Seiten brauchen, ist es schön, dann kann ich nämlich hier ein Türmchen, da ein Türmchen machen und alles geht in die Mitte und fertig. In der Mitte haben wir dann praktisch hier dieses Ding mit dem Export-Bus. Hinten dran haben wir, oder in der Mitte, die Interface ist ja total egal wie rum. Und dann funktioniert das alles. Ja. Okay, so. Ist meine Pattern fertig. Ups. Pattern. Aber wenigstens ein paar. So. Dann einmal hier hin, das war der Export-Bus, dann kommt da der Import-Bus. Einmal den Import-Bus bitte. Oh, wir brauchen so viel Pure, wir haben gar keinen mehr, ne? Hui. Okay. Okay. So, was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Was hatte ich eben eingegeben? Was hatte ich eben gemacht? Ein Import-Bus. Ich hasse mein Gedächtnis manchmal. Das hat echt schon beängstigende Züge manchmal. Okay. Magma Crucible, wir bauen den erst einmal. Bauen hier hin. Ich hatte auch überlegt, ob ich die übrigens einen nach vorne setze. Noch das einzige Problem ist nur hier unten drunter.
ist hier nichts. Das heißt, ich müsste mir was einfallen lassen, was ich hier unten hinbaue. Und wenn ich hier unten mir sicher bin, dass ich es vorschieben kann, dann verschiebe ich einfach alles nach vorne. Ich brauche ja nichts umkonfigurieren, ich muss es ja nur nach vorne schieben. Und dann habe ich hier an der Seite nochmal einen Block mehr Platz. Und das würde ich praktisch dann in eine Mauer packen, dass es praktisch wie hier drüben in der Wand sitzt. Ja, so. Aber erstmal ganz kurz hierzu. Dafür einmal Kabel. Import. Magma. Crucible. Und dann einmal ihr. Und einmal unten ein Doppel. Nee, nicht Doppel. Nur eine einfach für Output. So. Wunderbar. Okay, damit haben wir Magma Crucible schon mal drinne. Und damit kann ich nämlich jetzt eigentlich sagen, dass ich jetzt beispielsweise die Stairs Redstone habe ich hinten. Wir können ja auch aus Redstone die Stairs Redstone machen. Im Notfall, falls wir wirklich keins mehr haben. Aber erst einmal haben wir hier genug. Wir brauchen, wie gesagt, nur noch mehr von allem möglichen Zeug, was wir hier aus dem Harvester und so weiter kriegen. So, wie sieht es hier eigentlich aus? Der Mana-Pool ist voll, ne? Das kann erstmal nicht mehr arbeiten. Das Minecraft steht hin, wir verbrauchen im Moment kein Mana, das ist super. Wir brauchen halt noch Sachen wie zum Beispiel die Clayconia oder so, die müssen wir noch anschließen. Ich mache jetzt erstmal ganz kurz das schon mal, dass er das schon mal machen kann. Zack. So, ich will nur mal gucken, was funktioniert. Warte. Warum? Was ist jetzt schon wieder kaputt? Das Ding ist nicht aktiv. Moment. Warte, was? Warum? Device Missing Channel. 7 von 8. Was? Warte. Es sind 7. Ne? Ja. Fluid Import Pass. Eigentlich sollte es doch funktionieren. Hab ich irgendwas vergessen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, es sind 8. Der Drive steht ja dazwischen. Ah, es sind 8. Ich bin... Okay, Moment. Wir müssen unseren Drive mal verschieben. Es sind 8 Channel. Ah, ich bin doof. Wir müssen unseren Drive mal um... Wo stellen wir ihn hin? Eigentlich wollte ich ja Lagernetzwerk machen, ne? Oh, verdammt. Okay, wir packen den mal hier unten dran. Oh, das kann doch nicht wahr sein. So, lass mal gucken, dass wir hier irgendwie... So. Okay, warum ist das Smart Cable da? So, besser. Oh, nee. Okay. Warten, jetzt haben wir alle 8 Channel. Jetzt sollte er es rausnehmen. Okay, gut, dass wir da nochmal nachgeguckt haben. Ja, gut, okay. Okay, gut, 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 gut. Hier kann man nochmal die Priorität. Achso, hat er gespeichert. Gut, dann kann das Ding erstmal dafür sorgen, dass wir Redstone kriegen. Dann kriegen wir das Ganze nämlich erstmal hier rein. Das ganze Detail Stabilized Redstone ist gar nicht so schlecht. Und wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir das ME-System da drüben anschließen. Also, wir haben ja schon mal soweit das Ding hier fertig gemacht. Das heißt, ich brauche eigentlich nur einen P2P-Tunnel. Zack, zack. Und muss das im Endeffekt mit Kabel anschließen. Wir brauchen Kabel. So, und dann machen wir einmal hier hinten dieses Ding kurz mal aus. So. Und schließen das erstmal provisorisch an.
So. Und müssen jetzt mal gucken, weil jetzt im Moment das ja im Subnetzwerk ist. Dass wir hier oben mal einen P2P-Teil dran knallen. Zack. Laden. Device online. Super. Okay, und theoretisch sollte das jetzt gleich funktionieren. Online. Subi. Ich mal das nochmal ganz kurz an, damit ich weiß, was wir hier sind. Zack, zack. Okay. Und das sollte funktionieren. Ich sollte wieder alles sehen. Ohne weiteres. Ne? Jo. Äpfel müssen wir nochmal so machen. Wunderbar. Gut. Dann kann das nämlich einfach weg hier. Wir brauchen hier nicht mehr fünfmal hoch und runter. Und haben auch sonst keine Probleme weiter. So. Okay. Ich gehe einfach mal hier rein. Brauche ich mir nicht jetzt irgendwie nach unten und dann wieder hoch. Wattel. Einmal das. Okay. Zack. Wo kommt das Ding auf einmal her? Okay. So, das können wir wegmachen. Ah, es ist schön. Das heißt, das ganze Ding hier hinten ist frei wieder. Und wir können jetzt hier oben das nämlich mal alles ein bisschen schöner machen. Okay. 19 Channel sind in Benutzung. Und was sagt das Ding? 3 Channel. Wunderbar. Aha. Supi. Okay. Kabel. Wir müssen dafür sorgen, dass wir ein bisschen mit dem Hahn besser auskommen. Also würde ich sagen, wir machen das mal ganz kurz so. Dass wir praktisch dann hier runtergehen. Einmal. Und dann müssen wir jetzt einmal hier hinten, ich würde sagen, direkt auch in der Ecke lang. Dass wir wirklich hier auch lang gehen. So. Genau, und dann im Endeffekt müssten wir hier hinten den Input machen. Da muss ich jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich habe so viele Wrenches schon wieder im Inventar. Ich hasse das. Weil jedes Ding braucht seinen eigenen Hammer-Wrench oder... Und akzeptiert da... Weißt du, zum normalen Abbauen akzeptiert es alles. War falsch. Aber für den Rest? Nö. Wenn ich hier was konnte... Ich kann den Wrench nutzen... um Sachen zu drehen. Ja, das funktioniert. Ich kann den Wrench nutzen, um... Na, wie heißt's? Ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. So, machen wir es mal so. Jetzt komme ich echt gerade nicht auf den Namen. Ich kann den Wrench beispielsweise nutzen für die ganzen Kabel. Aber solange ich den Wrench in der Hand halte, kann ich hier nicht reingucken. Dafür brauche ich diesen Wrench. Ja, und das hier ist ja auch, das Ding funktioniert auch wie ein Wrench. Es ist alles so, es ist alles so fünffach, zehnfach und 30-fach. Theoretisch ist, ne? Es gibt einen Wooden Wrench, zum das normale Rotieren. Wir haben den Jeter Wrench, wir haben diese Zirkus Quartz Wrenches. Wir haben noch den Forestry Wrench. Extreme Reactor Wrench. Ich verstehe es teilweise einfach nicht. Nun gut, muss ich wahrscheinlich auch nicht. Okay, jetzt bauen wir erstmal das weg. Dann verbrauchen wir erstmal ein bisschen weniger Strom. Und unser Netzwerk. Ich habe übrigens festgestellt, wir haben... Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist. Nee, wir verlieren trotzdem noch. Nee, wir gewinnen jetzt langsam wieder. Okay, das heißt, unser ME-System verbraucht jetzt weniger Strom... als unsere Passive wieder erzeugt. Weil ich habe nämlich gesehen gehabt, über die Nacht, weil ich noch ein paar Sachen ja abgeschlossen hatte, wir haben kaum dazu bekommen. Wir haben gerade mal 90 Milliwatt dazu bekommen. Von Waste. Und wir haben kein einziges Uran bisher verbraucht. Kein komplettes. Ich habe noch kein Cyanide bekommen. So, packen wir das wieder weg. Das brauche ich auch nicht mehr. Und dann müssen wir uns jetzt wirklich Gedanken machen, wie wir das automatisieren wollen. Und vor allem wo? Das ist eigentlich das größte Problem. Wo wollen wir die ganzen Fluid Transposer automatisieren?
Weil ich will sie zugänglich machen, weil sie haben dann ja die verschiedenen Flüssigkeiten drin. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte jetzt einfach mal kurz 10 Eimer machen, dann kann ich die da schnell reinschmeißen und gut ist. Deswegen ich ja zuerst überlegt hatte, die hier hinzumachen, aber da ich ja eh 3 brauche, 3 Anschlüsse würden sie hier gar nicht passen. Außer ich würde hier in der Mitte einen Anschluss hinten und hier an die Seite einmachen. Oh, nee. So viele Kabel, so viele Channels, so viele... Nee. Okay, wir könnten höchstens noch sagen, hier rein kann ich nicht, ne? Also ich könnte schon. Ich habe halt keinen Platz in das Türmchen rein. Okay. Dann haben wir noch hier im Endeffekt allgemein Platz für alles Mögliche. Hier könnten wir noch... Weiß noch nicht, was wir hier reinbauen könnten. Irgendwas sicher. Irgendeine schöne Automatisierung auf jeden Fall. Weil das gefällt mir nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ich meine, es ist schön, es ist alles in der Wand. Es sind nur 2 Blöcke, aber es ist so, dieser Gang wirkt so einseitig dadurch, weil das Ding so reingedrückt, aber ich wüsste nicht, wie ich es hier hinten machen sollte, dass das alles so schön hinpasst. Hatte ich hier unten eine Mauer? Nein. Das heißt, ich könnte nicht mal... okay. Gut, wie gesagt, wir müssen noch ein paar Sachen automatisieren. Hier unten der Fluid-Tank könnte sogar, also der XP-Tank könnte sogar von Nutzen sein, wenn der unten bleibt. Denn... dann kann ich nämlich hier oben einen Fluid-Transposer noch hinstellen, der praktisch die Flüssigkeit draus nimmt, damit wir uns nämlich Sachen wie Basalspowder und so weiter machen können. Weil die Sachen benötigen ja diese andere Flüssigkeit, also diese Liquid XP, und mein Fuß ist eingeschlafen. Ich weiß, das nützt euch gar nichts, aber... oh, Hilfe, da will ich aufwachen. Okay, doch, jetzt langsam kommt er wieder. So, wir haben 54 Eimer haben wir schon. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Wie gesagt, wir müssen es halt noch automatisieren, dass wir da rankommen. Wir haben noch Aerothium und was weiß der Geier alles. Und ich wollte Folgendes machen. Wir wollten noch ein paar Black Hole Tanks anschließen. Und zwar würde ich mich gerne einen für Lava machen, dass wir immer auf Lava zugreifen können. Der Tank da unten, ich finde den schön. Ich finde diese Tanks von, wie heißen sie? Immersive Engineering finde ich sau toll. Finde ich echt sau cool. Problem. Können halt nur 512 Eimer sammeln. Das heißt, alles, was ich viel habe, ist doof. Und Lava haben wir potenziell mal unendlich. Also, ja. Ich wollte mal gucken, warte mal. Fällt mir gerade ein. Ja, wir kriegen Blut dazu. Oh, wunderschön. Okay. Wir hatten übrigens die Zeit immer so wenig Blut, aus einem ganz einfachen Grund. Dass der Teleport von uns in Minecraft hat ja die ganze Zeit immer Mana gefressen. Immer wenn es teleportiert wurde. Und es ist ja die ganze Zeit im Kreis gefahren, wird die ganze Zeit teleportiert. In der Hinsicht können wir froh sein, dass wir immer Blut hatten, ist mir mal so aufgefallen. Das lag gar nicht an dem Ritual oder sonst was. Das war das dumme Minecraft, was die ganze Zeit immer wieder teleportiert wurde. Okay, so. Ich wollte noch mal ein paar Fluid Storage Bars machen. Und wir brauchen noch... ach, ich wollte noch... warte mal, ist ja das... Sand. So. 3. Okay. Dann knall ich das noch mal unten ran, dass wir noch ein bisschen Service Quartz machen. Und wir müssen das auch mal automatisieren. Ich überlege mir mal bis zum nächsten Mal, wohin wir das automatisieren wollen. Und dann automatisieren wir das nächste Mal. Ich guck mal ganz kurz. Ups, warum ist das an? Nee, das war aus. Entschuldigung. Ich vertan. So. Das heißt, ich mach mal hier ganz kurz. So, was haben wir? Blood Magic, mehr Blut. Das ist ja im Endeffekt. Huch. Zack, 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 zack. Und dann machen wir mal hier Sirtus Quartz. Pure Crystal. Automatisierung. Automati. So, okay. Gut, das Ding brauche ich jetzt im Moment. Dann gehen wir mal mit Storage Bus auf den Weg. Und dann schließen wir mal die neuen Tanks an und sorgen mal dafür, dass wir gleich da Lava reinbekommen. Hatte ich nicht? Habe ich das hier reingepackt? Da ist er. Und dann hatte ich nämlich noch einen Tank. Den da.
Damit können wir es nämlich jetzt relativ schnell übertragen, mal alles dann. Das war für Obsidian. Ja, unsere Lava neigt sich nämlich auch langsam am Ende. So, erstmal hier hoch. So, dann muss ich jetzt mal überlegen, wie wir das anschließen wollen. Habe ich noch ein Smart Cable? Dann kriege ich das nämlich hier schöner hin. So. Und wir machen das ein bisschen anders. Ja, wir machen das anders. Im Moment haben wir das Ding nämlich so, wir nutzen jetzt 4 Channel. Auf eine ungute Art und Weise, wie ich finde. Weil wir machen Folgendes, wir haben das Speichernetzwerk und das Fluid-Netzwerk an einem Ding. Das heißt, wir haben jetzt 4 Channel. Das heißt, wir können noch 4 Sachen anschließen. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Ich möchte gerne mehr anschließen können. Deswegen werden wir dafür sorgen, dass wir die beiden trennen. Das wäre, glaube ich, die schlauste Möglichkeit, die ich jetzt sehe. Dass wir die beiden einfach mal trennen, die beiden Netzwerke. So. Im Endeffekt haben wir hier dann nochmal ein Smart Cable. Das war schon ein Smart Cable, wie ich gerade sehe. Okay. Ich bin doof. Gut. Das Ding hat jetzt im Moment einen Channel. Wir können nicht mehr auf die Flüssigkeit zugreifen. Und ich weiß jetzt gar nicht. Kann ich diese Dinger anheben? Ja. Okay. Gut, bleibt auch drin. Warum ist dieses Face weggegangen? Ah, da war's. Ah, ich muss sneaken. Ah, okay. Gut, und dann können wir nämlich hier die Storage Bus dran knallen. Und können, beziehungsweise ich möchte es eigentlich nicht hier haben. Wenn wir jetzt einmal das Ding eh so ein bisschen trennen. So. Dann könnten wir auch gleich sagen, wir schieben es noch ein Stück, ne? Oder wir knallen es, ja, wir können es dahinter anschließen, das geht auch. Zack. Und Storage passt dran. So. Warum? Jetzt haben wir 2 Subnetzwerke, praktisch dieses eine Ding hier, wir verbrauchen 2 Channel weiterhin. Aber wir haben jetzt hier ein Subnetzwerk mit 8 Channels und hier eins mit 8 Channels theoretisch potenziell. Wir nutzen im Moment 2, wollte ich schon sagen. Und hier nutzen wir 2. Das heißt im Endeffekt, der Storage Bus hier ist weg. Und wir können jetzt nämlich einfach hier mehr anschließen und können jetzt hier noch bis zu 7 weitere, bis zu 6 weitere Dinge anschließen. Was ein bisschen schöner ist, wenn ich das sagen darf. Side right. Okay, warte mal. Ich setze die mal so, dass ich auch hier wieder die Front habe. Das ist auch rechts. Hä? Warte mal. Back, left, front. Back, left, front. Okay. Storage Bus. Wir können die natürlich auch konfigurieren, hier das Storage Bus. Wir können jetzt hier Partition Storage machen. Das ist jetzt dieselbe Setzung drin. Und jetzt wollen wir den nochmal machen mit Lava. Mr. Lava Lava. Zack. So. Zwacken. Wunderbar. Und dann einmal ein Cable brauche ich noch. So, und dann haben wir nämlich das nächste angeschlossen. Und dann sehen wir jetzt nämlich zum Beispiel die Lava. Und dann können wir theoretisch, könnte ich nochmal einen Import-Bus machen oder sowas. So. Ich muss auch mal gucken, wie es mit unserem Sirtis Quartz aussieht, weil da können vielleicht sein, oh, die, oh, wir haben schon wieder überzogen. Ich habe jetzt, okay, ich gehe mal schnell schlafen, guck mal kurz, ob der Sirtis Quartz fertig ist, dann. Na, so. Das habe ich nämlich gerade komplett vergessen. Nope, ist noch nicht fertig. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, nämlich wir beenden langsam die Folge. Ich wollte noch eine Sache machen und zwar. Ach, warum mache ich einen Import-Bus? Ich bin doof. Convert. Und zwar können wir es relativ einfach machen. Wir können nämlich so eine Ender-Fluid-Convert nehmen. Oder 2 ist egal. Oder 3, was weiß ich, egal. Und wir können nämlich Folgendes machen. Ups. Können das mal hier anschließen. Zack. Das Ding noch. Und können hier sagen, dass wir hier extracten wollen. Huch. Always active.
So, das Ding hat im Moment nichts drin. Aber wir können jetzt mit dem Eimer hier, so habe ich übrigens die Lava transportiert, im Endeffekt, das ist ein Ender-Bucket, der gelinkt ist auf diesen Tank. Das heißt, wenn ich diesen Bucket fülle, dann seht ihr, dass da jetzt ein Haufen Zeug rausgeht immer. Ah, beziehungsweise der Eimer füllt sich komplett, also das Netzwerk. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Ach, da sehe ich es jetzt. Wenn ich es rechtsklick mache, seht ihr, wir haben 16 Eimer. Die werden dann rausgepumpt oben. Und dann können wir hier wieder, das heißt, wir können auch theoretisch auf eine Flüssigkeit klicken, die in der Welt ist. Können die, glaube ich, sogar platzieren, wenn ich im rechten Sinne. Ja. Können die auch wieder einsammeln. Und dann geht die praktisch in diesen Eimer. Das ist 16K, können wir speichern, oben in der Pumpe. Wir könnten den Speicher auch noch erhöhen, indem wir da jetzt zum Beispiel mit Sachen wie, wie heißt es denn? Dies mit einer Stable Ender Pearl, Terra Steel können wir noch erhöhen. Wir können Popped Chorus Flower können wir auch, glaube ich. Warte, das ist Tank, Entschuldigung. Tank erhöhen wir mit was anderem, ich weiß gerade nicht mit was. Müsste ich gucken. Ich glaube auch Stable Ender Pearl. Und damit kriegen wir jedenfalls das Ding bis auf 256 oder 512. Ich weiß es gerade gar nicht. Millibuckets hoch. Also 512 Eimer suchen. Ja. Und damit könnten wir einen Haufen allein schon in dem Ender-Tank speichern, den wir dann halt überall nochmal platzieren können und daraus rauspumpen. Aber wir können es auch praktisch nutzen, um zum Beispiel Lava zu transportieren. Was ich jetzt machen könnte, ich könnte nun zum Beispiel in eine Lavaquelle gehen und könnte das alles einsammeln. Und das wird dann hier rausgepumpt, automatisch in den Black Hole Tank. Wunderbar. Und wir sehen jetzt die Lava. Gut, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal die Folge raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es ist wieder länger geworden als geplant. Gut, dann noch einen schönen Tag. Tschüss, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, bis dann. Wartet. Warum ist hier unten kein Output mehr? Warum ist der... Warum? Wie passiert sowas? Okay, gut. So wie dazu, das geht jetzt wieder. Ich meine jetzt tschüss. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Besser. Mann.